Es geht um die geplante Fusionierung der Rundfunksinfonieorchester von Baden-Baden-Freiburg, das sind wir hier, und dem in Stuttgart. Seit ich am Südwestfunk arbeite, und das ist schon ziemlich lange, hat jeder Intendant, den ich erlebt habe, versucht, am Orchester, an diesem Orchester zu sparen. Es gibt aber zwei Orchester, weil wir ja zwei Bundesländer bespielen. Und durch seine Geschichte, durch seine Chefdirigenten, wie sie erzogen sind, hat jedes dieser Orchester eine eigene Physiognomie entwickelt. Es hat eine individuelle Persönlichkeit, so ein Orchester. Sie zu fusionieren, ist schon deshalb aus diesem Grund der Charaktere der Orchester widersinnig. Man macht mehr kaputt, als man schafft. Es ist künstlerisch, ist es eine Barbarei, und kulturell ist es eine sehr traurige Verarmung der Kultur dieser zwei Bundesländer. Aber ganz vom Kulturellen und Künstlerischen abgesehen, es geht nicht, wenn Sie nachdenken. Die Idee, die Orchester auszudünnen, um dann die Reste zu fusionieren, so wie es unser Intendant mal ähnlich formuliert hat, ist eine musikfremde Idee. Wenn man frei werdende Stellen nicht mehr besetzen darf, das wäre das Ausdünnen, dann kann man nicht mehr spielen. Das Sinfonieorchester muss eine bestimmte Besetzung haben. Das heißt, dass man, um weiterzuspielen, immer mehr Aushilfen beschäftigen würde. Und das wäre A, eine schlechtere Qualität, und B, ist das sehr teuer. Was kann man denn tun? Die übrig gebliebenen zwingen, nach Stuttgart zu übersiedeln, nachdem sie gerade erst von Baden-Baden nach Freiburg gezogen sind, die Jüngeren? Das geht schon mal nicht. Und die Alternative dazu, jeden Tag Eisenbahn fahren? Es ist teuer und es ist eine Quälerei. Das neue, große Orchester hat keinen Stil. Es dauert eben Jahre, bis so ein Orchester ein eigener, ein persönlicher Organismus wird. Und das war hier in diesem Orchester der Fall, weil die Chefs Rosbaud, Buhr, meine Wenigkeit und dann auch noch Cambrelin Wert auf bestimmte Dinge legten, auf die andere Dirigenten, die, sagen wir, zu einer kommerzielleren Schule gehören, nicht den größten Wert legen. Es wird in der Fachpresse, werden zum Beispiel die Aufnahmen des Zyklus der Beethoven-Symphonien mit diesem Orchester und mir oder der Mahler-Symphonien mit diesem Orchester und mir immer als Beispiele hingestellt. Das geht aber nicht ohne eine Erziehung dieser Orchester. Das sind nicht Maschinen, die nehmen die Geige oder die Klarinette in die Hand und los geht's. Das wird in langen Jahren erarbeitet. Es ist eine unüberlegte Idee eines Funktionärs, der glaubt, man könne Menschen, Musiker, behandeln wie administrative Akten. Weder künstlerisch noch menschlich ist diese Idee akzeptabel. Man kann auch bei anderen Dingen sparen. Wie wäre es denn, die blödesten Roundtable-Gespräche im Fernsehen zu kappen oder für den Fußball weniger auszugeben? Dass die Mehrheiten regieren, das ist demokratisch. Aber wenn dadurch die Kultur kaputt gemacht wird, dann ist es nicht demokratisch. Nicht jede Mehrheit ist eine gute Mehrheit. Auch Hitler wurde mit einer Mehrheit gewählt. Danke.